Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin Jonas und ich zeige euch heute, wie ihr eine super leckere Steinofenpizza ohne Pizzastein zubereiten könnt. Abonniere doch jetzt schnell diesen Kanal, um keine leckeren Kochvideos mehr zu verpassen. Für den Pizzateig benötigst du 450 Gramm Weizenmehl, ein Pack Trockenhefe, 250 Milliliter lauwarmes Wasser, 3 Esslöffel Olivenöl und 1 Teelöffel Salz. Als erstes geben wir Mehl und Salz in eine Schüssel. Anschließend vermischen wir das Wasser mit den 2,5 Esslöffel Olivenöl und geben dann noch die ganze Packung Trockenhefe dazu. Nun müsst ihr das Ganze noch ordentlich umrühren und ja, dann könnt ihr das auch schon dem Mehl und Salz hinzugeben. Nun darf eure Küchenmaschine ran. Die ganzen Komponenten werden nun verknetet. Ich habe die Küchenmaschine etwa 3 bis 5 Minuten laufen lassen. Danach wird dem Teig etwas Ruhe gegönnt, und zwar genau eine Stunde. Nach einer Stunde ist der Teig wunderschön aufgegangen, wie man sieht. Und ja, dieser Teig reicht für 3 mittelgroße Pizzen. Ich habe hier ein Drittel von diesem Teig entfernt und gebe diesen Teigklumpen in eine beschichtete Pfanne. Nun drücke ich mit meinen Fingern den Teig von innen nach außen, sodass eine Kuhle in der Mitte entsteht und sich der Pizzarand bildet. Habt ihr einen leichten Pizzarand, könnt ihr den Teig auch hochheben und die Schwerkraft mithelfen lassen. Das Ganze erfordert etwas Übung, aber spätestens bei der dritten Pizza seid ihr bestimmt absolute Vollprofis. Pizzateig lassen wir in der Pfanne und braten ihn auf dem Herd von unten etwas an. In der Zwischenzeit machen wir die Tomatensoße. Hierfür habe ich einmal gehackte Tomaten, etwas Basilikum und etwas Salz vermengt. Und ja, das ist es auch schon gewesen. Eigentlich ziemlich einfach. Habt immer euren Pizzateig im Blick. Wenn dieser von unten so aussieht, dann ist er perfekt. Nun könnt ihr den auf einem Backblech geben und mit der Tomatensoße bestreichen. Ich mache jetzt hier eine Pizza Margherita. Dafür habe ich noch etwas Mozzarella mit meinen Händen zerrupft und belege diese einfach damit. Die Pizza ist nun fertig belegt und kommt jetzt bei 250 Grad für 9 Minuten in den Backofen. Falls euer Backofen eine Grillfunktion hat, dann verwendet diese. Wichtig ist hier auch noch zu erwähnen, dass ihr das Backblech auf die oberste Schiene geben müsst. Und dann ist sie auch schon fertig. Die Pizza hat noch besser geschmeckt, als sie aussieht, und ich muss schon sagen, die ist mir echt gelungen. Natürlich könnt ihr die Pizza mit euren Lieblingszutaten belegen. Ich habe hier eine klassische Pizza Margherita gemacht. Falls du genauso ein Pizza-Fan bist wie ich, dann lass diesem Video doch gerne ein Like da, um keine meiner weiteren Videos zu verpassen. Diesen Kanal gerne abonnieren. Ja, das war noch hier diese Pizza-Varianten. Und ja, gut, da haben wir Cheddar verwendet. Sieht ein bisschen komisch aus, hat aber dennoch geschmeckt. Also liebe Leute, macht's gut, bis die Tage und bis zum nächsten Video. Ciao.